Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen. Ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich hab ein gutes Herz. Da hab ich sie ihm gegeben. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass sie uns gleich die Seele raussaugt, weil die so nah gekommen ist. Okay. Und dann? Interessant. Und was geschah dann? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Hat aber Hände wie eine 20-Jährige. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich geh mal rein und seh mich um. Du solltest lieber hier warten. Nur für den Fall. Eine blitzblanke Bratpfanne. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Etwas blockiert die Hüttentür. Setze deine Hexersinne ein, indem du LT gedrückt hältst. Objekte zerstören. Einige Objekte können zerstört werden. Sie sind mit dem Symbol markiert. Wenn du ein Objekt zerstören willst, das seinen Weg blockiert, eine Kartätsche außer auf das. Okay. Ich will jetzt ihre Tür aber auch nicht einschlagen. Ich meine, die alte Frau braucht eine Tür an der Hütte. Können wir nicht von der anderen Seite irgendwie rein? Muss ich die jetzt wirklich einschlagen, die Tür? Gerade bei dem Regen? Die holt sich auf den Tod. Oh, vielleicht sollte ich mal... Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. Aber warum ist er tot? Seine Kehle. Er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts. Erdrosselt vom Webstuhl. Aufnehmen. Ich will der Alten ja nichts klauen, ehrlich gesagt. Ich mache mal ein bisschen Licht. Aufnehmen. Ist das keine Pfanne, das ist ein Schnapsglas, wie es aussieht, ja so eine Schnapsflasche. Aufnehmen. Dunkelstahlplatte. Ich will dir nichts klauen. Ich beklaue die Alte nicht. Kohle, Ziegenhaut. Ich suche nur die Pfanne. Aber die hat ja der andere Typ, glaube ich, ne? Da ist die Pfanne. Nichts Verdächtiges hier. Warum wurde der erdrosselt? Dokumente. Fast komplett verbrannt. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. So, öffne das Inventar, um Bücher und Dokumente zu lesen. Okay, ich mag die. Jetzt kannst du die griffbereiten Lebensmittel im Spielverlauf zu dir nehmen. Drücke Hm, um das Objekt auf den ersten Platz zu konsumieren. Drücke Hm, zu konsumieren. Okay. Hier siehst du dann aktuell ausgerüsteten Gegenstände. Ja, das dachte ich mir schon. Hier sind die anderen Gegenstände, die sich aktuell in deinem Besitz befinden. Mit Hilfe der Filter, okay, das kennen wir ja. Hier findest du Informationen zu deinen wichtigsten Charakterwerten. Da werden wir später noch viel Spaß mit haben. Gegenstände ausrüsten können wir momentan eh noch nicht. Aber lesen können wir. Verbrannte Papiere.
Und wenn du ein Treffen ausmachst, dann tauchst du gefälligst auf. Ich bin gekommen, hab mein Leben und das ganze verdammte Unternehmen riskiert, bin mit nichts als meinem verfluchten Schwanz in den Händen dagestanden und hab umsonst gewartet. Ich dachte, die nilfgaardischen Truppen wären besser organisiert, aber du... Sag deinem gesegneten General, dass ich und meine Leute nicht nachtragend sind und wir die Verhandlungen nicht abbrechen wollen. Aber da sich unser alter Plan in Wohlgefallen aufgelöst hat, werden es diesmal wir sein, die Zeit und Ort für das nächste Treffen bestimmen. Und deswegen musste der sterben? Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Ja, ich hab doch gleich. Ich würde gerne die Briefe lesen. Mit den Hexersinnen können wir ja sonst auch nichts mehr ausmachen. Nein. Wir haben die Dinger im Ofen gefunden, im Kamin. Sonst hier aufnehmen können wir vielleicht auch noch Honigwabe. Ich will die alte nicht beklauen. Schema, stumpfer Armbrustbolzen, herausgerissene Seite, Gabelschwanzabsud. Aber ich bin sicher, das können wir später auch noch herstellen. Ich werde eine alte Frau nicht beklauen. Phosphor. Ich war das nicht. Hey! Hier, deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. No. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Musste wohl dringend einen Brief schreiben. Und hat eilends ein paar andere Dokumente verbrannt. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut... Sag den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Ach, das ist ja lieb. Apfelsaft. Ich trage mir einen Weißfisch zum So, Spiel zur Hälfte durchgespielt. Wir haben die Bratpfanne gefunden. Okay, jetzt wird es also richtig interessant. Jetzt müssen wir nämlich hier irgendwie... Ach, und das bei dem Pisswetter hier gerade. Ach. Ich kann mir Schöneres vorstellen. Neuer Gegenstand erhalten. Apfelsaft mal 5. Okay, mit X können wir tauchen. Wow. Okay, das ist noch ein bisschen ungewohnt. Sauerstoff. So, wir haben... So, wie komme ich hoch? So komme ich hoch. Wir haben gesammelt, was wir wollten. Die Wegpunktmarkierung können wir eigentlich auch löschen. Oh, und da ändert sich gerade das Wetter wieder. Oder? Ich glaube, die Sonne kommt ein bisschen raus. Ja, die Sonne kommt ein bisschen raus, aber das Wetter bleibt einfach schäbig. Das ist ja wie ein Gifhorn. So, frage den Jäger. Entschuldigung, die Herren. Autsch. Los, lauf! So, wir besuchen mal eben den Jägersmann. Was kommt als nächstes? Eine Pfeife, so wie es werden alle meine Knie. Schneller. Wir müssen nur gucken, dass wir hier nirgends... Und auch hier gibt es wieder eine Quest. Es ist doch unglaublich. Ich kann... Ah, furchtbar. Ich kann diese Quest nicht einfach da stehen lassen. Das geht nicht. Hey, Bauer! Okay, der pennt gerade bei dem Wetter. Odolai, mein Freund. Ich sehe, ihr habt eine Aufgabe. Sei gegrüßt. Ein Hexer. Hast du die Nachricht gelesen? Wegen des Brunnens? Klar. Brunnen? Das höre ich zum ersten Mal. Gibt es ein Problem? Ja, darin spukt es. Schon seit über 20 Jahren. 20? Warum hängt ihr dann jetzt erst eine Bekanntmachung aus? Weil wir unser Wasser bisher aus dem Fluss geholt haben. Aber seit der Schlacht treiben so viele Leichen darin, dass er verseucht ist. Meine Tochter Hanni ist furchtbar krank davon geworden. Sie behält nichts mehr bei sich und es geht ihr immer schlechter. Die Kräuterfrau meint, dass man Fieber durch Trinken bekämpft. Nicht von Bier oder Wein,
sondern von klarem Wasser. Woher soll ich das nehmen, wenn nicht aus dem Brunnen? Aber daraus muss erst der Geist vertrieben werden. Der lässt keinen rankommen. Okay, dann erzähl mir mehr. Dieser Geist, beschreibe ihn mir. Tja, er ist furchterregend. Schrecklich. Ich meinte, wie sieht er aus? Er sieht aus wie eine Frau. Direkt aus dem Grab. Mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen. Die Haut hängt von den Knochen und sie heult, als ob sie leiden würde. Eine Erscheinung oder vielleicht ein Alb. Wenn du sie nicht verjagst, Meister, wenn du nichts tust, bringt sie meine Tochter um. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, diese Erscheinung. Ich glaube, so eine haben wir schon mal gesehen. Reden wir über meine Belohnung. Ach, weißt du was? Ich glaube, wir brauchen die Belohnung wahrscheinlich. Wir werden nicht so viel Geld verdienen, wenn wir die Belohnung nicht annehmen. Aber ganz ehrlich, bei Kranken und ach, na ja. Gut, ich helfe. Wo ist dieser Brunnen? In Hüttel. Das ist ein Dorf auf den Höhenzügen. Jetzt ist es verlassen. Niemand traut sich hin, weil der Geist da ist. Bitte, verscheuche ihn. Gut, verscheuche meinen Geist. Teufel, beim Brunnen. Müssen wir nicht unbedingt... Oder machen wir das jetzt? Ich weiß es nicht. Es regnet und den Leuten ist kalt. Cool. Manche arbeiten trotzdem. Wo ist denn Blötze? Wo treibt er sich denn rum, dieses Pferd? Sag mal, Blötze, was ist denn los? Nein, ich wollte hier eigentlich rüber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe. Oh weh. Hey, Willis! Was soll ich machen zum Teufel? Was? Schmied? Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles! Beleidige mich nicht. Ach komm. Tut mir leid. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten, Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Kopper. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Ja, na, großartig. Ja, gegen Bezahlung wird schwierig, der hat eh keine Kohle. Boah, die arme Sau. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich hab nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Hab aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stimmt's? Viel Glück! Gut, der mit den Katzenaugen nimmt sich der Sache an. Durchgeknallter Brandstifter. Mit deinen Hexersinnen. Das Lustige ist, im Spiel regnet es gerade und auch hier fängt es gerade an zu regnen. Und ich habe das Fenster offen und es riecht hier gerade voll nach Regen. Das passt atmosphärisch so gut zusammen gerade. Ich bin echt mittendrin gerade so in diesem Sturm. Ha, Regen. Regen riecht immer so schön. Pass auf, ich mache hier erstmal die Zutaten weg. Dann stören die nicht so. Was ist denn da los? Warte, erst die Zutaten weg. Was haben wir denn da? Aha, aha. Zunder. Der Brandstifter muss hier eine Fackel angezündet und sie aufs Dach geworfen haben. Und dann ist er durch den Garten verschwunden. Da einer hat also geworfen, da ist das Ding abgebrannt. Dann ist er abgehauen. Was haben wir denn hier? Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. Und sie führen in diese Richtung. Wir wollen mal nicht zu schnell laufen. Wir folgen den Spuren. Ist ein bisschen wie beim CSI gerade. Ein weiterer Hinweis. Eine Flasche. Jemand hat gesoffen. Stinkt nach Pisse und Schnaps.
Hexer sind nicht immer noch vom Vorteil. So, hier irgendwo muss noch was sein. Da können wir Feuer machen. Das nehme ich mit. So, hier haben wir noch Pisse und Schnaps. Stinkt nach Pisse und Schnaps. So, die Spuren führen eindeutig in diese Richtung. Da unter uns sind sie. Muss man schon sehr genau hinschauen, damit man die auch sieht weiterhin. Und jetzt gehen sie dahin. Na nü. Steine. Ein Weg. Da hinten rennt jemand. Aber da der Überfall ja schon ein bisschen her ist, die Scheune ist schon ausgebrannt. Da wird es wohl nicht der Richtige sein. Aber wir finden wahrscheinlich sein Häuschen. Oder auch nicht, weil... Oder die Spuren führen unter die Brücke. Entschuldigung. Wichtige polizeiliche Ermittlungen. Oh nein, sie führen ins Wasser. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Scheiße. Ah, das kriegen wir schon noch hin, Freundchen. Ist natürlich dumm, wenn man ins Wasser geht und da drüben gleich wieder rauskommt. Vielleicht. Also so dumm muss man erstmal sein. Das war jetzt nicht wirklich sehr schlau. Hat seine Stiefel im Schiff verloren. Okay, und da? Das sind nur die Stiefel, ne? Ist er dann die Brücke hoch? Finde ich hier noch Hinweisspuren? Ja, auf der Brücke wahrscheinlich nicht. Das wäre zu einfach gewesen. So, aber ich finde hier noch ein bisschen... Oh, ach komm. Wenn wir schon mal da sind und Löwenzahn geht natürlich auch. Heißt ja Pusteblume, ist ja das gleiche in grün. Pusteblume heißt aber erst, wenn es nicht mehr gelb ist. Lieber Herr Hexer. Ach, das haben wir noch nicht untersucht. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Okay, jetzt geht's weiter in diese Richtung. Ah, sieh mal eine an. Hier ist ein Kaufmann. Und hier? Die Spur führt wieder ins Dorf. Okay. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Also müssten wir ab hier der Blutspur folgen können. Der da zum Beispiel. Was aber nicht geht. Scheint in diesem Land eigentlich irgendwann auch mal die Sonne? Das frage ich mich auch. Oh, Moment. Das sind weiterhin die Blutspuren. Oh, das wird die Luft etwas abkühlen. Na, sieh mal eine an. Da sind wir also. Hier endet die Spur, aber ich erkenne ihn an den Wunden. Es wird ja nicht die Bäuerin gewesen sein, aber draußen saß ein junger Mann. Der... Ist er blutig oder nass? Ist denn hier sonst noch jemand? Die Bäuerin wird's doch nicht gewesen sein. Nein, die hat Schnupfen. Obwohl, wenn sie im Wasser war... Von ertrunkenem Clown. Das muss er sein. Der feine Herr Napp. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles. Oh ja. Sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Habe ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich gebe dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Tut mir leid.
Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Mit dem kaputten Arm? Ganz ruhig, komm jetzt. Eskortiere den Brandstifter zum Schmied. Na, das kann ja was werden. Also, junge Frau. Ich muss mich entschuldigen. Ich gehe mich entschuldigen. Na, ich hoffe, der Zwerg haut ihn nicht um. Hey, die Sonne! Die Sonne! Man glaubt es nicht. Und hier riecht's immer noch nach Regen. Suchst du Ärger? Hey, komm her, du besoffene Sau. Mutant. Ja, ja, Schnauze. Wo müssen wir denn da jetzt hin? Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Oh. Also haben die offenbar Leute da hinten hin. Das kann ja jetzt dauern. Also wir sind auch immer ein bisschen nass vom Regen, der junge Mann offenbar auch. So, hier runter. Ach, da hinten ist der Schmied, okay. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Besoffen eskortieren ist immer so eine Sache. Herr feiert und singt, Kaiser M hier trinkt. Dann fällt er ins Bett und stößt sich ganz doll. Und am Morgen hat er die Hose voll. Was sagst du da? Wer hat dir das beigebracht? Shetty. Hör mir gut zu. Du tust das nie wieder. Nie wieder. Und du spielst doch nicht mehr mit Shetty. Aber er ist mein bester Freund. Shetty ist ein Dummkopf, der uns noch alle umbringt. Wenn ich dich je mit ihm erwische, wirst du es bereuen. Ja, der Shetty. Der Shetty ist furchtbar. So, jetzt sind wir beim Schmied. Ach, schön. Die Abendsonne. Los, rein da. Seufz. 10 Jahre später. Los, schnell, schnell. Jetzt bin ich gespannt. Los, aufwachen. Was? Was ist los? Hier, bitte. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Na? Du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt und ihr kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Das reicht. Hey, Soldat, auf ein Wort! Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau. Wenn der Nachschub kommt, ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Oh, Scheiße. Ich wollte doch nicht, dass der hängt. Ich wollte, dass der sich entschuldigt beim Zwerg. Ich wusste doch nicht... Ach, Kacke. Jetzt wird das Dorf dich erst recht lieben, harte Strafe. Ach, Kacke, was machen wir denn jetzt? Nein, ich will nicht, dass der hängt. Natürlich ist er ein besoffener Idiot, aber doch nicht gleich der Tod. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie, der soll helfen beim Schmiedewiederaufbau. Kacke, was nehme ich denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ach, Scheiße, ich will nicht. Jetzt wird das Dorf dich erst recht lieben. Vielleicht will er dann sich mit dem Dorf ein bisschen besser stellen. Andererseits weiß er ja, und harte Strafe ist wirklich eine harte Strafe. Scheiße. Härter konnte die Strafe nicht sein. Aber sie ist verdient. Nein! Weißt du, ich habe die Schwarzen zuerst gehasst, wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Und... ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mach dir gute Preise.
schon wieder die Rinde von den Bäumen gefressen. Scheiße. Nein, ich wollte doch nicht. Das wollte ich doch nicht. Das Spiel ist wirklich unerbittlich. Du ahnst es einfach nicht. Du ahnst es nicht. Ich hätte die Kohle nehmen sollen und ihn freilassen sollen. Was hätte ich bei dem Schmied erzählt? Scheiße. Scheiße. Boah, wie geil das gerade. Ich muss mal ganz kurz. Elendes Aas. Ja, ja, die konnten mich ja eh alle schon vorher nicht leiden. Boah, wie geil das gerade aussieht mit der Sonne. Ich feiere das so, wenn es hier Abend wird. Oh Mann, ey, das darf doch nicht wahr sein. Ich ärgere mich so. Frage den Jäger. Okay, wir können den Jäger fragen oder wir können mal spaßeshalber an die Anschlagtafel gucken, was wir noch für Aufgaben so haben. Freiwillige gesucht, um Gottes Willen. Die neue Ordnung, kaiserliches Edikt, gesucht Deserteur. Huch. Bruder, wo bist du? Zusatzration. Oh wei, oh wei, oh wei. Auf Befehl von Kommandant Peter Saar-Gwynleef sei hiermit kundgetan, dass die kaiserliche Armee ab sofort Anwerbung entgegennimmt. Ist das was für uns? Sollen wir uns bei der Armee einschreiben? Ich weiß nicht. Die neue Ordnung. Die neue Ordnung. Aha, aha. Kaiserliches Edikt. Gesucht Deserteur. Ich traue mich gar nicht mehr, was anzunehmen gerade. Pass auf, bevor wir hier was annehmen. Interessante Orte. Es gibt viel Interessantes in den dichten Wäldern und dunstigen Sümpfen zu entdecken. Wenn du dir ein Anschlagbrett ansiehst, erscheinen Fragezeichenmarkierungen auf deiner Minikarte, die mögliche interessante Orte kennzeichnen. Begib dich an die Orte, um zu erfahren, welche Geheimnisse sie bergen. So, interessante Orte auf der Weltkarte. Ich schaue mal ganz kurz, was hier markiert wurde. Da unten ist ein Fragezeichen. Ja. Eieiei, was gibt's denn hier alles für Fragezeichen? Nicht erkundeter Ort oder unentdecktes Artefakt? Nicht erkundeter Ort. Bislang nicht erkundeter Ort. Das hier ist übrigens nur ein Ausschnitt der Karte, ne? Es ist natürlich noch größer. Und wir werden hier schon viel Spaß haben. Nicht erkundeter Ort, nicht erkundeter Ort, nicht erkundeter Ort. Ich glaube, da werden wir noch ein bisschen was finden. Zerstörtes Dorf. Eieiei, ich glaube, da können wir noch ein bisschen absuchen gehen. Wir müssen jetzt sowieso hierhin, müssen wir, ne? Frage den Jäger, okay. Dann düsen wir doch da mal kurz hin. Und auf dem Weg dahin können wir vielleicht noch ein paar interessante Orte aufsuchen. Plötze! Plötze? Wo bist du? Ach, der geht immer zum Trog. Upsa. So ist's gut. Komm. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir parken aus. Hey. Oh, Entschuldigung. Ich war gerade wegen dem Sonnenuntergang. Komm schon, Plötze. So, sputen wir uns, bevor die Sonne untergeht, und da sind wir ja schon. Langsam. Das war jetzt nicht allzu weit. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Ah, und es geht wieder los. Wir müssen schon wieder. Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Und jetzt, wo es Nacht wird, tolle Idee. Da gehen wir erstmal schön in den Wald. So, und wieder einmal mit den Hexersinnen werden wir, glaube ich, noch viel CSI-Spaß haben. So, diesmal sind die Spuren ein bisschen einfacher zu finden als vom Besoffenen. Und obwohl er besoffen war, hat er sich seine Schuhe ausgezogen. Unglaublich. Hey, da ist er ja schon. Das ging schnell. Hey, da ist er ja schon. Der Inscreen natürlich. Das ging schnell. Ja, was haben wir in der heutigen Folge gelernt? Wir haben gelernt, dass Witcher tatsächlich eine so unnachgiebige Welt ist. Also als normaler Rollenspieler denkt man ja, ja, alles wird gut und tutti bunti und lalala und ach, dann verzeihen wir ihm nochmal, dann drückt man ein Auge zu und der Herr Zwerg wird sicherlich auch milde walten lassen.
Ja, und dann sitzt man hier mit einem unfassbar schlechten Gewissen. Es tut mir einfach leid. Ich wusste es natürlich nicht, aber was hätten wir anderes machen sollen? Wir mussten natürlich auch Strenge walten lassen, weil ganz ehrlich, der hat natürlich den Herrn Schmied um seinen Besitz gebracht. Der hat die Stadt quasi um ihren Schutz gebracht und so weiter und so fort. Nur in seinem Suff, in seinem dummen Kopf. Was hätten wir machen sollen? Hätten wir den schützen sollen? Gerecht ist nicht gleich Gerechtigkeit, wie es so schön heißt. Was hättest du gemacht? Das ist natürlich die Frage. Was hättest du gemacht? Wie hättest du entschieden? Hättest du anders entschieden? Man wusste die Konsequenz ja vorher nicht. Hättest du anders entschieden? Das würde mich wirklich interessieren. Im Nachhinein hätte ich auch nicht anders entschieden, aber im Nachhinein hätte ich gerne ein anderes Ende dafür gehabt, muss ich ja zugeben. Ich hoffe nur, wenn wir hier weiterspielen, bringen wir nicht aus Versehen die halbe Welt um. aber die halbe Welt ist ja auch kein Brandstifter. Sollte man meinen. Man weiß es ja nicht, man kennt die Leute ja nicht. Na gut, jedenfalls in der nächsten Folge machen wir es wieder gut. Dann vollbringen wir hoffentlich eine gute Tat. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und gehabt euch wohl.